Ja, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen. Siehst du, wie das Eis zerbricht, kannst du das Feuer sehen. Wir müssen den Kampf bestehen. Unsere Welt wird uns irgendwann untergehen. Chala, hey Chala, gib niemals auf, ich weiß, das Feuer brennt in dir. Bald hast du dein Ziel erreicht. Chala, hey Chala, öffne dein Herz, du hast die Macht, alles zu tun. Ich weiß, du kannst es schaffen. Chala, hey Chala, spürst du die Kraft, die tief in deiner Seele wohnt. Sie führt dich zu den Dragon Balls. Chala, hey Chala, dein Traum wird irgendwann wahr, doch der Weg ist noch so weit. Moinsen, mein Name ist Make Taroka und das ist Let's Play Dragon Ball Z Legendäre Superkämpfer. Wir beginnen den Kampf gegen Rikum. Mit Gohan. Mit Reis gegen Vakuum. Oh, kennt ihr das? Dear Kitten. Oh, ist so süß. Das ist irgendwie so eine Katze, die einer kleinen Katze, also eine ältere Katze, die einer kleinen Katze erzählt, dass es bald über den Haushalt wachen soll und so. Und dass es noch viel zu lernen hat und bringt ihm alles bei, was man in dem Haushalt beachten muss. Und dann, oh, ist so niedlich. Und dann so, Dear Kitten. Und dann erzählt er alles. Und ist voll niedlich. Und dann ist dieses Kind, dieses Katzenkind total tollpatschig. Und er erzählt so mit so einer epischen Tonlage. Und oh, ist voll toll. Und dann erzählt er was über den Staubsauger. Von wegen, da ist dieses Gerät, ich nenne es Vakuum. Ne? Das ist halt auf Englisch, ist aber voll gut. Mann. Da gibt es mehrere Videos von, die müsste ich eigentlich mal alle sehen. Ich habe irgendwie zwei gesehen, die waren total niedlich. Ist aber auch schon wieder ewig lange her. Das war halt so eine Werbung für irgendwelches Futter. Und das ist total toll. Ich glaube, die beste Katzenfutter-Werbung, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Die war halt so niedlich und so gut gemacht. Ah, Weitblick. Oh, ihr merkt schon, der macht voll viel Schaden, der Penner. Vielleicht hätte ich bei dem ein bisschen mehr Leben machen sollen. Aber jetzt ist eh zu spät. Vorne AB. Wenn ich Son Goku hätte, ich würde den einfach wegbomben. Mit Genki-Dama. Bei dem muss ich mich wirklich anstrengen. Ich hätte Verteidigung runter ins Deck packen sollen, damit der mehr Schaden nimmt. Das war ein Fehler. Das hätte ich tun sollen. Ich werde definitiv schon wieder zwei Kämpfe machen. Mindestens. Oh, Rikum ist so ätzend. Ich hasse den. Guckt ihn euch an. Der sieht aus wie eine Ananas. Der Kopf von dem sieht aus wie eine Ananas. Das war so geil, als wir einmal Silvester hier waren mit Unbekannt. Oder auch Pit genannt. Und dann haben wir halt Spiel gespielt, wo dann jeder quasi auf der Stirn stehen hatte, so ein Zettel, was er ist. Und wir mussten das dann beschreiben. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Tut mir leid, ich bin dumm. Und dann hat er halt, man durfte selbst halt so Fragen stellen, die andere Leute mit Ja oder Nein beantworten. Und, um selbst herauszufinden, was man eigentlich selber ist. Und er war einmal eine Ananas. Das war sehr lustig. Aber als er keine Ananas war, hat er irgendwann gefragt, bin ich gelb? Das war so lustig und wir haben uns total Schrott gelacht. Er hat wahrscheinlich auf irgendeinen Simpsons-Charakter angespielt. Aber wir mussten uns so Schrott lachen, das war einfach großartig. Bin ich gelb? Ja, und irgendwann war er dann die Ananas und die ist ja tatsächlich gelb. Von innen. Ne? Von außen nicht so. Wobei diese
spitze Schale da, die ist ja auch irgendwie, ist eher so bräunlich, ne? Ich habe gerade keine Ahnung, wie eine Ananas aussieht. Ich mache jetzt Key sammeln und baller ihm dann Dankshot um die Ohren. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Und später, ach, voller Geist. Das gefällt mir nicht, weil sein Strahlenangriff ist generell schwächer. Ich muss unbedingt Ausdauer ziehen. Habe ich Ausdauer vielleicht schon auf der Hand? Ich habe nicht drauf geachtet. Aber es ist halt bei dem ist... Oh, ich hab's einmal. Und Strahlen vermeiden habe ich zur Not auch. Ich könnte es natürlich aufs Glück ankommen lassen, aber klug ist es nicht. Key sammeln. Oh, bitte. Das ist auch so ein Charakter. Der macht es manchmal einfach so aus Spaß in der ersten Runde. Ich hasse es. Ich hasse ihn dafür. Warum tut er das? Warum tut er mir das an? Aber ich glaube, jetzt wird er das nicht tun, weil er hat eben noch Key Plus benutzt. Das dürfte ihn einiges an Energie gekostet haben. An Punkten. Ich meine, das kostet 4. Das ist nicht so viel. Das ist eine Phasenattacke. Aber ich hoffe, dass AAB unten... Ich bin übrigens ganz, ganz froh, dass ich keine Strahlenattacken gerade bei dem benutze. Weil der Atmung kann. Atmung ist ein Strahlenvermeiden-Move, den manche Charaktere benutzen können. Dann pustet er da so gegen und der Angriff ist... Ja, weg. Könnte man sagen. Ich benutze jetzt Bulma. Stärke minus. Dauertritt. Na, ist schlecht. Aber wenigstens Stärke minus. Jetzt ausgewichen. Nein! Ah. Tut trotzdem weh. Ja. Hätte er den stärkeren Angriff benutzt, wäre das wahrscheinlich so geendet wie bei Son Goku vorhin mit Vegeta. Okay, Dankshot. Ich werde jetzt Ausdauer benutzen. Will ich wirklich Ausdauer benutzen? Ich werde es wahrscheinlich drauf ankommen lassen. Und tatsächlich einen anderen Move benutzen. Weil wenn ich Ausdauer benutze, nehme ich ja immer noch Schaden. Und ich muss ein bisschen noch aushalten. Sonst habe ich verloren. Sonst habe ich ganz schnell verloren. Also entweder ich verbocke es jetzt. Und mache einen neuen Kampf. Oder ich glaube nämlich nicht, dass das reicht. Strafe vermeiden, komm. Löschkanone? Löschkanone! Ha! Oh, diese Bewegung. Dafür sieht der Angriff cool aus. Also, so der Strahl und halt diese Energiekugel. Das ist allerdings, wie gesagt, der schwächere Angriff von ihm. So, jetzt können wir mal gucken. Noch eine Phasenattacke. Dann mache ich einen Weitblick, glaube ich, weil der muss jetzt auch wieder Phasenattacken benutzen. Er hat jetzt immerhin zwei Angriffe benutzt. Das waren über 30 Punkte. Fast 40, würde ich mal behaupten. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Verteidigung minus. So, ich habe aber einen Weitblick. Das gefällt mir gerade mal gut. Er muss ja Phasenattacken benutzen. So viele Punkte kann er nicht haben. Wenn er gerade so viele benutzt hat. So, Weitblick. Zack, weg mit dir. Jetzt habe ich wieder, weiß nicht, 30 oder so. 30. Genau auf den Punkt. Das reicht bei mir für einen Dankshot und einen Dauerschlag. Oder eine Energiebombe. Aber ich werde definitiv keine Strahlenattacke benutzen. Ich habe Angst davor, dass er die einfach negiert. Er könnte mit Sicherheit auch Schockwelle einsetzen, um einen Nahkampfangriff abzuwehren. Ich habe das Gefühl, es reicht trotz allem nicht. Es wird nicht reichen. Fünf, alter Vater, das wird stark. Der Typ hat halt einen hohen Angriffswert, mehr als Key natürlich. Und der hat meine Verteidigung gesenkt, das ist eine 5-Phasen-Attacke. Das wird stärker sein als die Phasenattacke von Vegeta einmal. Habt ihr das gesehen? War quasi eine Energiebombe oder so. Vom Schaden her. Ich habe da jetzt auch mehr Punkte für bekommen. Ich hatte gerade 30, jetzt habe ich 35. Was es unheimlich gut macht gerade, weil ich, vielleicht sollte ich doch einen Dauertritt. Dauertritt ist besser. Den kann ich gleich noch benutzen. Es ist so gut. Danke. Du hast mir geholfen, eventuell. Ausdauer, nein. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt könnte er natürlich Key sammeln einsetzen. Das wäre in der Form noch irgendwie eine Rettung für mich. Weil er dann nichts tut. Drei Phasen hat, das ist okay. Problem ist, dass die immer noch stark ist und ich weiß nicht, ob meine Ausdauer noch reicht.
bei meiner gesenkten Verteidigung. Wenn ich dann Ausdauer benutze, wenn er was Starkes einsetzt, ob das dann noch genügt. Vielleicht, ich glaube nämlich nicht, dass ich dann noch überlebe. Ich habe 21, kann noch einen Dankshot einsetzen. Ich mache eine Energiewelle weg. Vielleicht reicht es ja einfach. Das wäre so gut. Mal einen schnellen Kampf nochmal. Bewegung. Ja! Hoffentlich ist er nicht oben. Komm, sterb einfach. Ja! Gesiegt! Mit der Macht der Liebe! Oberältester, alte Schlachtjacke, Kamehameha. Oberältester erhöht den Angriff, ne? Ja, Attackierkraft. Ich müsste mir eigentlich wirklich mal durchlesen, ob jemand wirklich analysiert hat, was genau Attackierkraft in dem Fall ist. Ist wahrscheinlich wirklich Angriff. Also der Nahkampfschadenwert. Namek, Oberst, Wesen zeigt Kräfte. Ach. Alte Schlachtjacke, Freezers Truppen, alte Rüstung. Verteidigung plus, kostet 7. Ziemlich teuer. Kann übrigens gucken, wer das benutzen kann. Scheinbar alle. Kamehameha können übrigens auch alle. Ja, Krillin kann Kamehameha benutzen. Ist cool, ne? Ich glaube, ich nehme tatsächlich... Eigentlich wäre die gut. Die wäre eigentlich gut, aber die kostet mir zu viel. Ich komme ja auch so durch. Ich nehme Kamehameha. Komme ich sicherlich auch noch öfter, aber... Uff, Schnauf, das sagt man auch immer so. Wie war das? Nicht übel, gar nicht übel. Du machst mich wütend. Wumm! Warum? Warum sagt er Wumm? Das soll wahrscheinlich nur ein Soundeffekt sein, aber Wumm! Was ist passiert? Die Senzubohne hat dich wieder auf die Beine gebracht. Papa, du hast es geschafft! Entschuldigung, ich bin zu spät. Hattest du einen harten Tag, Son Gohan? Ja. Hier hast du auch eine Bohne, Krillin. Ich weiß nicht, soll ich mich nun freuen oder nicht? Du freust dich nicht? Merkst du es nicht? Sie sind so stark. Ich werde trotz der Senzu-Bohnen verlieren. Das ist so schwer für dich, Son Goku. Selbst Vegeta hat ordentlich Prügel bezogen. Entschuldigung, Krillin. Zeig mir, was dir passiert ist. Warum berührst du meinen Kopf? Jetzt weiß ich's. Deine Kraft ist gewachsen und Bulma geht es gut. Ich weiß auch über Vegeta und Freezer Bescheid. Hä? Woher weißt du das? Ich habe es in deinem Gedächtnis gelesen. Seit wann hast du diese Fähigkeit? Ich habe auf dem Weg hierher sehr viel trainiert. Darum vielleicht. Das hat er sich einfach so ausgedacht wahrscheinlich, wie bei Yu-Gi-Oh! Ich zerstöre den Mond! Was? Wobei, das haben die in dem Spiel ja auch schon geschafft, den Mond zu zerstören, ne? Nur nicht mit einem gigantischen Steinsoldaten. Wie auch immer. Ich frage mich gerade so ein kleines bisschen, ist dieser künstliche Mond von Vegeta immer noch auf der Erde? Auf einmal überall im ganzen Universum ganz viele kleine Monde, weil er das immer so gemacht hat. Vegeta, du solltest eine Senzu-Bohne essen. Mein Körper. Boah, er ist wiederhergestellt. Sollen wir 4 kämpfen? Besser nicht, sie sind viel zu stark. Dann mache ich selber. Was? Du bist ja verrückt. Es ist mir egal, wie hart du trainiert hast. Du kannst nicht gewinnen. Was ist los, Papa? Wirklich seltsam. Wirklich seltsam. Aus irgendeinem Grund ist er sehr ruhig. Oh nein, Kakarott. Ja, er ist seltsam. Selbst im Angesicht des Todes lächelt er. Du kannst mich nicht schlagen. So ist es nun mal. Rikumu und Son Goku begannen zu kämpfen. Rote und blaue Orbs, Jeez und Bata, wohl eher Feuer und Wasser. Gibt dann auch noch Waldorbs, Lichtorbs und Dunkelheitsorbs. Und dann haben wir Puzzle & Dragons. Viel Spaß. Ist übrigens ein sehr gutes Spiel, unbedingt mal spielen. Ich sag das immer. Gibt's für iOS und Android. Derp. Ich bin Rang 680 oder so. Oder 670? Hab ich vergessen, ist egal. Ich spiele auch schon seit Jahren. Du, Papa, hast du ihn besiegt? Keine Chance, selbst mit einem Überraschungsangriff. Vegeta und wir hatten es schwer, aber
Nur ein Treffer. Mist. Mist! Er ist den Saiyajins weit überlegen. Die Legende stimmt. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Zu eurem Planeten zurückkehren oder ebenso zu enden wie er. Hast du gehört, Bata? Er muss verrückt sein. Das muss ein Missverständnis sein. Er hat enorm viel Glück gehabt. Er hat enorm viel Glück gehabt, Rico. Ich habe vergessen, wer das gesagt hat gerade. Ich habe das gar nicht gelesen. Wir sind Ginyus Spezialtruppen. Wir zeigen es ihm. Auf geht's. Ja! Du willst nicht nach Hause, was? Wurde er zum Super Saiyajin? Son Goku, du hast jetzt zwei Feinde. Treib es nicht so weit. Freunde kannst du mit dem Befehl ordnen hinzufügen. Da steht nirgendwo ordnen, du Pfeife. Oder? Egal, wir haben Son Goku. Und ich weiß nicht, ob ich Krillin nehmen soll. Ich könnte ihm einmal Dingens begrenzen. Ich muss Krillin irgendwann mal nehmen, weil der wird später in der Story Einzelkämpfer haben, glaube ich. Also wird es Zeit, dass ich ihm Kamehameha gebe. Wenigstens das. Ja. So, was machen wir jetzt? Spiel. Dankshot kann ich gerade nicht verwenden. Also packen wir Speer rein, oder? Klingt das sinnvoll? Ich glaube schon. Shaozhou machte Geschwindigkeit, ne? Geschwindigkeit minus Genauigkeit 60. Meine Herren, das ist schlecht. Dende heilt. Dende ist auch cool. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ki minus hilft nur im ersten Kampf. Also in der ersten Hälfte. Ich will auf jeden Fall Speer reinmachen. Verteidigung minus. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dauertritt, Dauerschlag mache ich einen raus für Dende. Dende kostet zwar 12, aber das ist okay. Kann einem richtig schön den Arsch retten. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play Dragon Ball Z legendäre Superkämpfer. Der Kampf ist echt gut gelaufen, muss ich wirklich sagen. Ich habe öfter schon bei dem Problem gehabt, bei Rikum. Hat aber geklappt und ich bin zufrieden. Jetzt haben wir den ersten Doppelkampf, meine Freunde. Wir sehen uns. Bis dahin.